Und damit herzlich willkommen zurück zu Das Testament des Sherlock Holmes mit Dr. Watson in der Kanalisation. Und hier haben wir auch direkt Ich was. sehe etwas. Ja, Zigarettenstummel nicht Der aufgeraucht. Stummel ist noch trocken, obwohl es hier überall feucht ist. Die Zigarette muss erst vor kurzem weggeworfen worden sein. Ich sollte vorsichtig sein. Ja, vor allem sind da noch mindestens 5 Züge dran. Also, da hat jemand entweder hat das eilig gehabt oder zu viel Geld. Die Leiter ist in einem erbärmlichen Zustand. Kann ich da hoch? Hoppla! Die Leitersprosse hat sich unter meinen Händen gelöst. Habe ich die Leitersprosse? Ja, ich habe die Leitersprosse. Okay. Sind wir da? Ah ja, doch. Ein Rohr. Ist jetzt verbuggt? Nee. Gut. Die Gitterstäbe sind völlig verrostet. Krieg doch bestimmt mit der Leitersprosse und Hebelwirkung da raus, oder? Das wird mir Natürlich. weiterhelfen. Und jetzt? Ich dachte, ich kann da durch. Ah, nee. Okay. Watson sammelt also einfach ein bisschen Altmetall in der Kanalisation. Das ist doch gut. Das ist, Draht. ja, Draht ist auch Altmetall. So, was kann ich jetzt hier machen? Basteln. Zwei Eisenstangen. Ach, und jetzt kann ich die erst. Eine lange Eisenstange. Okay. Und was mache ich jetzt mit der langen Eisenstange? Die Leit. Nein. Wahrscheinlich irgendwas irgendwo rausangeln. Aber. Ach, hier hinten geht's auch weiter. Ich habe nur hier das gesehen und dachte, da geht's nicht weiter. Okay. Was haben wir da? Ein Stück Seil, das im Wasser schwimmt. Wenn es lang genug ist, kann ich es vielleicht brauchen. Ja, dann haben wir doch schon perfekt das Werkzeug, um es rauszufischen. Es ist ziemlich schwer. Oh. Was hängt da dran? Eine Leiche? Eine Leiche! Der Anker hat sie unter Wasser gehalten. Wenn ich irgendwie an den Anker herankomme, kann ich ihn als Enterhaken benutzen. Ich schwöre euch, ich kann mich nicht aktiv daran erinnern. Oh Mann. So. Okay, cool. Vor allem sind es da Bissspuren und so an den Armen? Ist das auch wieder ein Opfer von diesem Gift? Jetzt haben wir jetzt einen Anker und Seil und eine lange Eisenstange. Anker und Seil. Was mache ich jetzt damit? Ah, hier ist was. Hier kann man wahrscheinlich das Wasser abfließen lassen, falls die Kanalisation vollläuft. Lecker. Und kann ich das jetzt hier Ein fixieren? Eisenring. Die Klappe ist in einer waagerechten Position und fest verkeilt. Gut. Dann bleibt die mal offen, dann kann hier ein bisschen ablaufen. Nicht jetzt drauf? Nee. Ein Boot. Ich bin auf der richtigen Spur. Wenn ich den Kanal überquere, erfahre ich vielleicht, wer dort ist. Kann ich das Boot einfach mit dem Anker ranholen? So als Wurfanker? Hat gleich beim ersten Mal geklappt. Jetzt ziehe ich das Boot zu mir rüber. Es ist an der anderen Seite festgebunden, so kann ich es nicht auf meine Seite ziehen. Da kannst du aber einfach so einsteigen. Ein alter Schal. Blut verschmiert. Was ist das? Dieses Eisenteil scheint neuwertig zu sein und sieht so aus, als gehöre es zu irgendeiner Vorrichtung. Okay, ich hätte jetzt eher gesagt, das sieht aus wie so eine Lochkarte. Alter Schal mit Blut und ein Eisenteil. Okay, was haben wir hier? Fußabdruck. Fußspuren. Fußabdruck, genau. Jemand muss vor kurzem hier gewesen sein. Ach, ich bin ein bisschen müde die letzten Tage. Deswegen passiert sowas schon mal. Statt Fußspuren oder Fußabdrücke, Fußabdruck. Alles klar. Fußspuren. Jemand muss vor kurzem hier gewesen Ich habe sein. gerade voll das Déjà-vu. Okay, Eisenteil. Ach so, nee, okay, ich dachte, das ist hier Teil des Ich Rätsels. brauche etwas, um das Gitter sauber zu machen. Regenwürmer, oder nee, das sind so Ohrenkrabbler, ne? Ah.
Ich hasse Ohrenkrabbler. Und ich weiß, dass die einem nicht in die Ohren krabbeln, aber ich hasse sie trotzdem. Unglaublich. Das Gitter ist neu und mit einem mechanischen Verschlusssystem versehen. Okay, tja, ich klicke einfach mal und guck mal, ob ich rauskriege, was Sache ist. Ah. I see. Das ist es nicht. Oder doch? Nee. Ich brauche es. Kann ich es irgendwie zurücksetzen? Ja, kann ich. Okay. Das ist auch wieder falsch. Hä? Bin ich blöd? Ich kann das doch nicht lösen, oder? Ich kann hier nach unten, das bringt mir nichts. Ich kann hier nur nach oben. So, dann kann ich hier nach unten, bringt mir aber noch nichts. Nach links bringt mir nichts. Ich kann nicht nach oben, also kann ich hier nur nach rechts. Und dann ist es egal, was ich mache. Wenn ich hier nach unten gehe, kann ich... Bringt mir nichts. Wenn ich nach oben gehe, dann komme ich hier nicht mehr weiter. Also komme ich hier hin, hier hin, hier hin und dann hänge ich hier in der Ecke fest. Kann ich das noch nicht lösen? Ich gehe mal raus und gucke erstmal noch eine Runde weiter. Ob ich da vielleicht noch irgendwas... finde, was mir hilft. Hast du mal einmal rum und ist die Leiche, oder wie? Oder ist es die nächste Leiche? Wie viele Leichen schwimmen denn hier? Das sieht aber tatsächlich so aus. Das gibt's doch nicht. Ich brauche... Ach, der Nachbarshund ist auch wieder nonstop am Bellen, schon seit Stunden. Das ist so ermüdend. Der hört einfach nicht auf, der kläfft alles an. Das arme Tier. Das gibt's doch nicht, da fehlt mir doch irgendein Teil. Oder bin ich jetzt total blöd? Hier fehlt mir doch was. Also... Hier runter geht nicht. Hier links geht nicht. Wenn ich hier nach rechts gehe. Okay. Und dann. Okay. Und jetzt hoch, runter, jetzt, okay. Wow, manchmal ist man echt wie vernagelt. Ich habe alles immer durchgespielt, aber diese Option natürlich nicht. Und jetzt gibt es ein schwereres. Yay, aber ich weiß jetzt, ich kann sie schon lösen. Wenn ich ein bisschen aufpasse, was ich tue. Ich vermute, ich muss hier über das da irgendwie darum. Okay, also wenn ich jetzt hier hochgehe, muss ich. Keine andere Möglichkeit. Also hoch. Nach links. Dann habe ich die Möglichkeit hier hoch oder da runter. Hoch bringt nichts. Runter habe ich die Möglichkeit nur hier hin. Und dann stecke ich da fest. Weil dann kann ich nur noch runter und dann stecke ich hier fest. Also das ist eine Sackgasse. Das bedeutet, ich muss hier jetzt nach rechts. So. Hoch bringt mir hier nichts. Dann stecke ich da fest und kann dann nur wieder runter. Also... Ich könnte jetzt hier nach links, das wäre aber das gleiche wie gerade eben, also muss ich hier runter. Ich
kann nicht nach rechts. Nach oben bringt mir nichts. Nach unten kann ich nicht, also muss ich nach links. So, und jetzt wird es spannend. Wenn ich jetzt hier nach rechts, nach unten und nach links bringt nichts, also muss ich hoch. Gut, wenn ich jetzt hier nach links gehe, dann habe ich am Ende nur die Möglichkeit, hier nach ganz unten zu gehen. Ah ja, warte, ich glaube, jetzt sehe ich es. Yep. Alles klar. Okay, nächstes. Okay, ich muss nach rechts starten. Jetzt habe ich die Möglichkeit nur nach unten. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit hoch. Dann so. Okay, wenn man mal verstanden hat, wo das Ganze hin will, es wird immer leichter. Wenn man einfach mal sein Hirn auf diesen Modus offen umgestellt hat, dann passt das. Komm schon, John. Nur Mut. Ja. Komm schon, John. Rein da. Hopp. Und gleich nochmal. Na, wie gefällt dir das? Und wie fühlt sich das an? Sind wir immer noch John? Das hat dem sicher nicht gefallen. Haha, dem zeigen wir's. Mal sehen, ob ich eine Rippe brechen kann. Okay. Offenbar nicht. Holmes. Habe ich doch gesagt, er hat seinen Tod nur vorgespielt. Ich bin so froh, Sie zu sehen, Watson. War der echte Holmes die ganze Zeit nicht echt? Ja, und Holmes wurde direkt am Anfang gekidnappt? Jetzt müssen die bösen Jungs richtig aufpassen. Großvater lebt und er ist doch ein cooler Typ. Ich hab's doch gleich gewusst. Oh, das wird Ihnen noch leid tun. Mein Großvater? Mein Großvater ist einfach klasse. Ja, und mein Großvater hat ihn gerettet. Lies weiter. Okay. Sie sind am Leben. Ich weiß nicht, ob ich deswegen Erleichterung oder Bedauern verspüren soll. Watson, mein Freund. Sie sind nicht gerade in einer guten Verfassung, Holmes. Sie auch nicht. Sieht nicht so aus. Können Sie gehen? Nicht ohne Ihre Hilfe. Warum haben Sie Ihren eigenen Tod vorgetäuscht? Und wer sind diese Männer? Ich muss die Ermittlungen fortführen. Alleine. Watson, ich bin unschuldig. Ich bin kein Komplize dieser Männer. Sehen Sie mich doch an. Würde so Ihr Anführer aussehen? Bin ich in einer Position, in der ich Befehle erteilen könnte? Könnte halt ein richtig heftiger Bluff sein. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ach, mein Gott, bin ich erleichtert. Aber wie... Curare, Schierling, einige indische Pflanzen und Schafsblut, um den Eindruck zu erwecken, ich sei tot. Und für die Sterbeurkunde ein Pathologe, der mir noch einen Gefallen geschuldet hat. Holmes, ich wollte eigentlich wissen, was... Ich werde Ihnen alles erklären, mein Freund. Aber wir müssen von hier verschwinden. Ja... Machen wir uns auf den Weg zurück in die Baker Street. Stützen Sie sich auf mich. Jetzt bin ich mal Trautes gespannt. Heim, Glück allein. Ich habe dieses Zimmer wirklich vermisst, Watson. Ich habe alles wieder an seinen Platz gestellt, nachdem Baines Männer die Wohnung von oben bis unten durchsucht haben. Hier bleiben wollte ich aber nicht. Ich hätte es nicht ertragen, tatenlos herumzusitzen. Nehmen Sie Platz, mein Freund. Es wird Zeit, dass Sie alle Einzelheiten über diesen Fall erfahren. Zunächst möchte ich mich für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die diese Sache Ihnen beschert hat, und für mein Verhalten, das, wie ich weiß, inakzeptabel war. Ich hoffe, dass Sie nach meinem Erklärungsversuch verstehen werden, dass ich nur so gehandelt habe, um Sie zu beschützen, und dass es mir Unbehagen bereitet hat zu sehen, wie Sie zunehmend Ihr Vertrauen in mich verlieren. Vor wem oder was? Wollten Sie mich beschützen? Vor Professor Moriarty. Moriarty? Wir hätten in der Schweizer Irrenanstalt kein Mitleid mit ihm haben dürfen. Erinnern Sie sich noch an den Fall der Erwachten?
Unsere Nachgiebigkeit kommt uns jetzt teuer zu stehen. Er war doch aber, Steckt er hinter dem Mord an dem Bischof? Dem hatten ja. Sie doch einen Teil vom Hirn entnommen. Der Bischof war nur ein kleines Detail in einem weitaus größeren Plan. Ein Detail, das aus der Welt geschafft werden musste, um sein diabolisches Vorhaben nicht zu gefährden. Der Bischof war im Besitz eines Dokuments, das er für das Teil eines Puzzles hielt. Die genauen Zusammenhänge verstand er zwar nicht, aber er hielt die Angelegenheit für bedeutend genug, um mit mir darüber sprechen zu wollen. Am Tag vor unserer makabren Entdeckung übergab ihm sein Neffe, zu dem er ein vertrautes Verhältnis hatte, dieses wichtige Dokument, das Einzelheiten zu Moriartys großem Plan offenbarte. Die beiden verstanden den Ernst der Lage, woraufhin der Bischof beschloss, mit mir in Kontakt zu treten. Gegen den Wunsch seines Neffen? War es das, worüber die beiden so hitzig diskutiert hatten? In der Tat. Aber Moriarty erfuhr, dass der Bischof von seinem finsteren Plan wusste und gab dessen Ermordung in Auftrag. Die Mörder sollten auch das Dokument mitnehmen, das Hempford, der junge Neffe des Bischofs, gefunden hatte. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Tresor zu öffnen. Was war das für ein Dokument? Der Beweis dafür, dass Prinz Woodville in Moriartys Machenschaften involviert ist. Der Neffe muss dieses Dokument in den Archiven der Königlichen Bibliothek gefunden haben. Schließlich arbeitete er dort. Also hat die englische Krone etwas damit zu tun? Ja. Moriarty will Königin Victoria stürzen und dem Prinzen dadurch für seine eigenen Zwecke auf den Thron verhelfen. Aber das ist so gut wie unmöglich. Dazu bedarf es eines regelrechten Putsches. Ja. Geduld, Watson. Zuerst wies Moriarty seine Handlanger an, die Stimmung in London aufzuheizen und Hass zu schüren, um die Königin in Misskredit zu bringen und gleichzeitig die Beliebtheit von Prinz Woodville zu steigern. Er führte eine Hungersnot herbei, damit die Suppenküchen des Prinzen ihre Arbeit aufnehmen konnten und der Prinz als Held gefeiert wird. Ganz genau. Es dauerte nicht lange, bis Moriarty erfuhr, dass ich Nachforschungen angestellt habe. Und ohne überheblich klingen zu wollen, er wusste, dass ich die einzige Person war, die seine Pläne möglicherweise durchkreuzen konnte. Also beschloss er, mich zu diskreditieren, damit ich in den Augen der Öffentlichkeit als Krimineller dastehen würde. Und Sie haben einfach mitgespielt? Exakt. Ihn glauben zu lassen, dass er mit seiner Methode Erfolg hatte, war die beste Art und Weise, sicherzugehen, dass er mir keine Beachtung mehr schenkt. Warum haben Sie Scotland Yard nicht darüber in Kenntnis gesetzt? Erschien es Ihnen nicht merkwürdig, dass Inspektor Lestrade wochenlang nicht zugegen war? Doch, was? Schon. Wollen Sie damit sagen, dass Baines für Moriarty gearbeitet hat? Ja. Ich verstehe. Die Mörder des Bischofs waren also bei diesem Verräter gut aufgehoben und deswegen gerieten wir bei unseren Ermittlungen nach unserem Besuch in der Opiumhöhle in eine Sackgasse. Ja, und Baines hatte dank seiner gehobenen Stellung Zugang zu den Polizeiarchiven. Er änderte und fälschte all die belastenden Dokumente, die sie in Richter Beckets Haus gesehen haben. Er war es auch, der die samoanische Halskette gegen eine billige Kopie ausgetauscht hat. Und der Richter suchte den Journalisten Farley auf, um von ihm die Dokumente zu erhalten, die Baines gefälscht hatte? So war es. Wobei beide nur Schachfiguren in Moriartys ausgeklügeltem Spiel waren. Richter Beckett erhielt ganze Bücher voll mit Anschuldigungen gegen mich. Und Moriarty wusste, dass ein Journalist wie Farley solch einer Gelegenheit, die Titelseite aller Zeitungen in England zu füllen, nicht widerstehen können würde. Farley ist lediglich ein eklatantes Fehlverhalten vorzuwerfen. Eingeweiht in Moriartys Pläne war er nicht. Wenn man bedenkt, dass ich Sie erst für die Explosion im Haus des Richters verantwortlich gemacht habe, ich bin sichtlich erleichtert. Aber warum ließ Moriarty den Richter töten? Er kam langsam dahinter, dass die von Baines geänderten und von Farley zur Verfügung gestellten Dokumente gefälscht sind. Damit hatte unser Widersacher nicht gerechnet. Und welche Rolle spielt das Gift bei der ganzen Sache? Leider verfüge ich diesbezüglich nicht über alle Informationen. Das erste Mal, als wir die Wirkung dieser Substanz gesehen haben, an der Leiche des Bischofs, war das Gift offensichtlich noch im Versuchsstadium. Es war viel zu stark, um es unauffällig einsetzen zu können. Ja, aber auch beim zweiten Opfer Kurz schien die Entwicklung des Gifts noch nicht viel weiter fortgeschritten zu sein. Und doch gab es einen Unterschied. Das Gift war nicht mehr tödlich. Ja, aber es trieb sein Opfer nach wie vor in den Wahnsinn. Immerhin wollte Kurz seine eigenen Hunde essen.
Korrekt, Watson. Allerdings handelte es sich bei Kurz entgegen Ihrer Annahme nicht erst um das zweite Giftopfer. Denken Sie an all die anderen Fälle von Wahnsinn, entweder einzelne Personen betreffend oder kollektiv, die an den Tagen zuvor in der Presse kursierten. Ja. Wollen Sie damit sagen, dass... Dass Moriarty seine gefährliche Mixtur an einer großen Anzahl von Versuchskaninchen getestet hat, ja. Anscheinend nur mit geringem Erfolg, da alle diese Personen nicht mehr am Leben sind. Ich sage anscheinend, weil ich nicht weiß, welches Resultat sich Moriarty erhofft hatte. Und an dieser Stelle kommt Hans Schielmann ins Spiel, nicht wahr? Moriarty brauchte ihn, um die endgültige Rezeptur für die Zusammensetzung des Giftes zu entwickeln. Und Sie haben Schielmann zur Flucht verholfen, damit er Sie zu dieser Spur führt? Ja, aber dann liefen die Dinge nicht mehr wie geplant. Die Männer des Professors nahmen sich seiner direkt nach dem Ausbruch an. Und dann verlief sich seine Spur? Ja, aber ich bezweifelte, dass Moriarty den Rattentöter direkt in sein Versteck bringen lassen würde. Also gab es nur eine Spur, der ich folgen konnte. Die Bombe im Haus des Richters. Die Spur, die sie zu den drei russischen Brüdern führte. Ich erfuhr von der Wassermühle, indem ich die Kinder meiner inoffiziellen Baker Street Polizeitruppe dieser Fährte folgen ließ. Erneut war ihre Mithilfe ein entscheidender Faktor. Im Speicher der Wassermühle hoffte ich, Hinweise darauf zu finden, wo sich Moriartys Versteck befindet. Und ich wurde genau rechtzeitig fündig, bevor Baines auftauchte. Und da standen Sie mit dem Rücken zur Wand, nicht wahr? Denn Ihre Verhaftung hätte Ihren sicheren Tod bedeutet. Bedauerlicherweise ja. Aber Moriartys Plan ging dennoch auf. Denn nachdem ich Baines getötet hatte, wurde ich wegen der Ermordung eines Inspektors von Scotland Yard Englands meistgesuchter Verbrecher. Also mussten Sie dafür sorgen, dass man Sie vergisst. Sie inszenierten Ihren eigenen Tod, damit sie ihre Ermittlungen unbemerkt fortführen konnten. Das war eine schlimme Zeit für mich, Holmes. Das tut mir leid, mein lieber Freund. Ach, viel wichtiger ist, dass Sie wohlauf sind. Aber es ist noch nicht vorbei. Moriarty wird früher oder später etwas unternehmen. Sie erwähnten, dass Sie Moriartys Versteck ausfindig machen konnten. Wo befindet es sich? Auf einem stillgelegten Jahrmarkt in den Außenbezirken von London. Mit ziemlicher Sicherheit sind sie alle dort. Schielmann, der Prinz und natürlich Moriarty. Falls es Moriarty gelingt, den Prinzen auf den Thron zu setzen, wird er die Geschicke des gesamten Königreichs lenken. Auch die Kolonien, das diplomatische Netzwerk und das Staatsvermögen. Einfach alles. Ja, und inklusive der Armee und der Kriegsflotte. Alles, was er braucht, um Europa und, wie ich vermute, schlussendlich die ganze Welt zu erobern. Holmes, wir dürfen keine Zeit verlieren. Noch konnte er seinen Plan nicht in die Tat umsetzen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Wir müssen unverzüglich aufbrechen, Watson. Puff, das war ja mal eine Erklärung. Also einiges davon hatte ich mir ja schon gedacht. Aber dass Moriarty dahinter steckt, der ist doch... Es war doch der lobotomierte Irre, nenne ich es jetzt mal, in der, was war es denn? Glauben Sie, dass Moriarty oder? Hier ist? Hinter diesem Zaun? Etwas in der Luft lässt es vermuten, Watson. Ich habe einen seltsamen Säuregeschmack im Mund, wenn Sie das meinen, Holmes. Ja, die Luft ist voller toxischer Rauchpartikel aus den Schornsteinen der Fabrik. Und dann würde ich da nicht ohne Maske rein. Der Jahrmarkt wurde geschlossen, nachdem in direkter Nähe die Fabrik gebaut wurde. Sogar die Eiscreme soll bitter geschmeckt haben. Ja, ich würde da definitiv nicht ohne Maske rein. Macht Sie die Lagerhalle jenseits der Mauer nicht neugierig? Da drinnen geht sicher irgendetwas Merkwürdiges vor sich. So ist es. Und es hat sicher etwas mit Moriartys Machenschaften zu tun. Finden wir heraus, was dort vor sich geht. Okay, aber... Ich wollte gerade sagen, stützt das Spiel jetzt etwa wieder ab? Nein, nicht mehr heute. Beim nächsten Mal. Ich glaube jetzt, das hier könnte das große Finale werden. Bin mir nicht sicher, aber es würde auch zeitmäßig passen. Wir hatten immer so um die 25 bis 30 Folgen, glaube ich, bei den Sherlock Holmes Spielen. Würde hinkommen. Aber ich denke, eine Folge kriege ich hier auf jeden Fall noch raus. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir dann, wie es weitergeht. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.